walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to re- Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und Michael, der Kameramann. Genau. Sophie auch, die hat ordentlich mitgemacht. Guck mal, sie wartet schon wieder mit ihrer Frisbee, geht gleich los. Und das ist nämlich heute unser Thema, Weihnachtsdeko hier bei uns auf der Terrasse. Genau, Micha hält das mal eben richtig schön fest, den Tisch hier auch an der Seite mit den Kisten. Unsere Tür, der Kranz hängt da auch noch mit. Wir haben es einfach mal ein bisschen umgestellt und noch mal wieder ein bisschen neu dekoriert. Und alte Sachen sind auch mit da drin. Und wenn ihr Lieben wissen wollt, wie diese Deko funktioniert, bleibt doch dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Wer unsere Filme kennt oder unsere Videos, sagen wir es einfach mal so, der weiß, dass wir unheimlich viel hier auf der Terrasse, eigentlich unsere Möbel sind Paletten, Kisten, Obstkisten, Abelkisten hier im alten Land. Dann haben wir hier unser Regal, was wir gerade dekoriert haben. Das ist auch eine Leiter, nur mit Brettern. Und unsere Lampe hier oben, das sind eigentlich nur Birkenäste. Und da haben wir ein paar Tillandsien, habe ich jetzt noch mit oben rauf gemacht. Und es gefällt uns immer super gut und wir können es immer wieder umdekorieren. Aber diesmal nehme ich den drei Kisten bei dem Tisch. Und diesmal werde ich das so machen, dass ich die eine Kiste in der Mitte einmal querstelle, die andere mit der offenen Seite nach außen und die mittlere einmal quer. Und dann kann man hier nämlich dekorativ auch noch wunderbar noch was reinmachen. Und die Bank, die wir haben, die haben wir ja immer hier draußen, das ist unsere Holzbank, die stelle ich einfach mal davor. Und ich möchte jetzt hier neben unserer Tür, die habe ich jetzt auch einfach mal hängen gelassen, da habe ich jetzt hier in unseren Hängegefäßen auch das Efeu drinne gelassen, weil das finde ich total schön, gerade grün und weiß ist immer perfekt. Hier die Hagebutten, den Kranz lasse ich auch wunderbar. Hier geht es langsam von der Lerche, hier kommen die ganzen Nadeln schon runter, aber das ist egal. Und ich werde jetzt hier erstmal die Obstkisten nehmen, stelle mir sie so neben daran. Dann habe ich hier den alten weißen Stuhl, guck mal, auch richtig schön auf Vintage abgeplatzt. Den hatten wir hier vorne an der Hauswand, den nehmen wir jetzt zum Winter einfach mal hier hoch. Und da kommt unsere Weinkiste beleuchtet mit den Flaschen rauf und die hole ich mal. Stuhl haben wir, die Weinkiste ist auch oben drauf und daneben, ich habe jetzt das Brett, hatten wir hier oben den Treppenaufgang, hatten wir nämlich drei Kränze von Ostern noch, das war ein Heukranz mit Gold und ein Heidekranz, genau. Und dieses Brett stelle ich jetzt hier hin, das heißt, wenn wir jetzt wieder einen weihnachtlichen Kranz haben, kann der da mit zu. Hier hole ich jetzt die anderen Kisten und die werde ich jetzt hier neben das Holzbrett machen. Ein bisschen Abstand lassen, weil da kommt gleich wieder das Holz rein. Kisten stehen, bin schon ganz außer Atem hier. Und jetzt nehme ich wieder das Holz und fülle mir meine Ecken wieder auf. Und auch hier an der Seite, hier hinten einfach an der Seite, ein paar Äste reingelegt und man bekommt wirklich so eine richtig schöne winterliche Stimmung. Das Glas finde ich richtig, richtig cool. Ich wollte eigentlich das hier zum Herbst mit Eicheln voll machen, weil das haben wir zur hölzernen Hochzeit gekriegt. Und ich finde das perfekt, um einfach zu befüllen. Und da mache ich jetzt hier erstmal ordentlich Zapfen. Guck mal, das sind noch die alten, die haben sogar noch Moos. Das drehe ich mir einfach ein bisschen um. Dann nehme ich so eine LED-Echtwachskerze. Steck mir die in der Mitte einfach hier bei den Zapfen so rein. Das hält ja auch ganz gut. Außerdem hat die einen Timer. Das ist natürlich perfekt. Ich gucke mal eben, dass ich die noch ein bisschen weiter reinstecken kann. Wunderbar. Und ich finde, das ist doch ganz cool.
sie ist immer wieder umgekippt. Und deswegen nehme ich jetzt einfach ein bisschen Moos. Und ja, guck mal, leg mir das hier rein, weil dann ist es auch wirklich stabiler. Und man kann sie wirklich besser hier einfach reindrücken. Und sie hält dann, glaube ich, check das mal eben schnell. Wunderbar. Ich habe sogar noch so einen alten Kartoffel, na, alt ist er nicht, aber so einen Kartoffeljutesack. Und ich finde, der ist auch sehr natürlich und passt auch zu Weihnachten, gerade hier mit dem Aufdruck. Und da, den lege ich jetzt hier wie so eine Tischdecke ganz durcheinander hier oben rauf. Und das Windlicht, sage ich einfach mal, kommt da oben rauf. Ich habe alle Sachen da unten stehen, die wir hier vorne auch drauf hatten. Und jetzt musste ich wirklich lachen. Ich kann ja mal hier diesen Untersetzer, finde ich auch total cool, der aus Holz ist. Hier habe ich sogar noch den alten rosa Pfeffer drinne und die ganzen Sukkulenten hier in der Terrakotta, in diesem Terrakotta-Topf. Und ich habe hier sogar noch so ein Stück, ja, Baumwurzel, sage ich mal, oder Ast. Und den stelle ich mir jetzt auch hier einfach so mit darauf. So richtig schön rustikal, ne, Micha? Ja. Finde ich jetzt mit Terrakotta. Da hinten die Baumscheibe, da hinten, also dieses Tablett oder dieser, ja, Untersetzer ist auch super natürlich und der passt natürlich hier auch perfekt dazu. Deswegen stelle ich den jetzt hier einfach dazu. Und hier oben hatten wir die Herbstdeko mit den Kürbissen, die habe ich alle weggenommen. Und hier habe ich ja auch noch die Heide. Das ist hier noch diese grüne Fluffy-Heide gewesen. Und hier habe ich auch noch den Topf, der bei uns am Ofen stand. Und die kommen jetzt hier einfach mit darauf. Ich hole jetzt noch ein paar Zapfen, und zwar größere. Und die werde ich jetzt damit eindekorieren. Und gerade hier, da hatten wir ja die Fensterdeko selbst gemacht mit unseren kleinen Engelchen und so. Und deswegen mache ich jetzt hier auch weiße Zapfen mit drauf. Dann spiegelt sich das hier unten auch nochmal wieder. Und hier so ein paar gekalkte Äste. Auch die lege ich mir auch hier hinten auf unseren Ziegel. Da ist auch noch der Hausputz drin. Und die lege ich jetzt hier einfach auch nochmal mit darauf. Das heißt, wir haben jetzt da auf dieser Seite ziemlich viel Terrakotta. Finde ich auch total cool. Und da hinten sieht man auch unseren selbstgemachten Astbaum auf dem Ofen, was alles so relativ mit Rost ist. Und da geht nachher auch das Licht an. Und auf dieser Seite würde ich nämlich gerne unsere Metalltöpfe, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, guckt gerne hier unten in der Videobeschreibung. Da ist nochmal der Link zu Hof Oelkers, weil die gibt es dort auch. Und die habe ich wirklich das ganze Jahr im Einsatz. Hier habe ich sogar auch noch die Heide. Das bleibt jetzt auch alles so wunderbar drin, ziemlich schlicht. Ich hole jetzt die kleinen Tannenbäumchen und ein paar Christrosen und das dekoriere ich hier ganz schlicht mit ein. Und auch hier wieder die Zinkhäuserreihe, die haben wir ja auch immer wieder im Einsatz. Und hier die ganzen Reste von Sukkulenten, die würde ich sagen, die können wir hier unten einfach mit reinstellen. Die fühlen sich da mal ganz gut wohl. Die Myrte darf natürlich auch nicht fehlen. Die haben wir auch da drüben auf unserer Leiter und auch die findet hier ihren Platz. Ich habe noch eine, ich gucke noch mal, ob ich einen Topf finde und die kommt ja auch jetzt noch mit rein. Ich habe jetzt unheimlich viele Töpfchen und einen Korb habe ich noch mit Blauschwingel. Heide kennt ihr auch, die war bei uns am Ofen und die werde ich jetzt hier einfach noch mal mit eindekorieren. Holz darf natürlich nicht fehlen. Finde ich auch total cool, diese Äste. Und die werde ich einfach hier überall noch mal so dazwischen legen. Ich finde das immer ganz schön, wenn das einfach noch mal so ein bisschen drüber hinweg geht. Und die beiden passen auch perfekt. Hier haben wir noch die Vintage-Krone mit den Sukkulenten. Und hier habe ich dann noch mal, die haben wir auch auf Hof Oelkers, diese Kerzenhalter für Stumpenkerzen. Finde ich auch total schön. Guck mal. Die Kränze können jetzt hier ran. Hier kann ich jetzt auch noch ein paar Nägel eigentlich ranmachen, aber ich finde auch der passt hier jetzt, so war der sonst auch immer, einfach hier mit rein. Und hier den Weidekorb, den haben wir ja schon über ein Jahr bepflanzt. Da sind auch die Christrosen, die kommen wunderbar. Da sind überall kleine Knospen, die werde ich nachher auch noch mal richtig schön hier mit Erde auffüllen. Hier ein bisschen was Braunes, aber der ist wirklich fantastisch. Der kommt jetzt hier wieder bei uns an die Seite,
an der Überdachung, an den Übergang, einen anderen weißen Stuhl hingestellt. Den Ofen lasse ich jetzt mal, da habe ich jetzt die Klappen ein bisschen rangemacht. Da geht das Licht ja heute Abend auch an, hier oben auch. Da vorne habe ich das Mühlenbeck hier, das ist so eine Art Rostton. Der Topf da unten, finde ich, das harmoniert ganz gut. Die lasse ich jetzt auch hier stehen. Und das Holz hier, den Rostkorb, den hatten wir ja vorher auch hier stehen. Finde ich auch, dass der ganz gut hier wieder hinpasst. Hier ein bisschen aufpassen wegen der Tiere. Und dann kann ich hier ja praktisch noch zwei reinlegen. Und dann wird das hier auch richtig schön gemütlich. Auch noch ein kleines Bäumchen hin. Und jetzt mache ich den Bistrotisch noch fertig. Und dann haben wir es wirklich geschafft. Und das ist so der Endschliff, oder? Also ich finde, ich habe den jetzt mal von unten hochgeholt. Den hatten wir letztes Jahr auf der Fensterbank bei uns. Das ist so ein Outdoor-Hirsch. Und ich finde, der passt jetzt wirklich super. Ich habe ja hier noch den Birkenast drin, den hatte ich ja letztes Mal auch reingemacht. Ups, oben habe ich noch Maritim, das wird natürlich auch noch weggemacht. Aber jetzt kommt hier einfach noch mal so eine Christrose mit drauf. Und ich habe jetzt hier auch noch so eine Zypresse. Und die würde ich gerne hier an die Seite mit draufstellen. Dann einmal den Hirsch und dann habe ich hier noch diese kleine Tanne. Ich denke, die werde ich hier auch gleich noch mal mit drauf machen. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Und das war's. Das war unser Weihnachtsthema hier auf der Terrasse. Und das ist wirklich sehr ungewohnt, weil es ist so super mild. Ne, Micha? Ja, es ist so warm. Absolut. Es ist total warm. Und es ist schon komisch dann mit Christrosen und Kokosstern, Anis, Kokosstern und an Zimtstangen zu arbeiten. Es ist sehr komisch, aber es gefällt uns super gut. Es wird auch abends eben früh dunkel und es ist kuschelig. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute auch ein bisschen inspirieren konnten. Dann freuen wir uns über den Daumen hoch. Ihr wisst ja, Sophie auch. Und vielen Dank nochmal für die lieben Kommentare an alle, an die Fellnasen, an meine Kollegen, an Micha sowieso und auch ich danke natürlich von ganzem Herzen und ich sag einfach mal, bleibt gesund, fühlt euch ganz doll umarmt, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Ganz genau, einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So it's true. I'm so glad. Feel it too. Nothing to